Ja, ihr seid mal wieder bei der-autotester.de und wir haben natürlich wieder vor, euch ein neues Auto zu zeigen. Aber bevor wir über das Auto sprechen, schaut vielleicht mal in den Hintergrund. Wir stehen hier vor dieser beeindruckenden Kulisse des Hamburger Hafens mit einem Containerschiff da hinten, das gerade beladen wird. Sehr beeindruckend. Aber warum sind wir hier? Wir sind hier, weil wir den Range Rover Evoque in seiner neuen Form vorstellen wollen. Vor etwa 7 Jahren ist dieser Range Rover Evoque auf den Markt gekommen, in seiner ersten Fassung, und hat die Leute umgehauen. Er war der Erfolg für Range Rover, auf dem er dann viele andere Modelle aufgebaut hat, weil er einfach einzigartig war, weil er den Leuten gefallen hat. Und es ist halt noch immer so, wenn den Leuten ein Auto gefällt, dann kaufen sie es auch. Die Technik muss auch stimmen, das erwartet man. Aber das Auto muss vor allem gefallen. Man sitzt drin, man muss es angucken, man hat es vom Haus stehen, die Nachbarn sehen es. Und deswegen ist ein schönes Auto halt immer etwas, was uns motiviert, ein Auto zu kaufen. Dieser Range Rover Evoque in seiner neuen Form kostet übrigens ab etwa 38.000 Euro. Dafür bekommt man dann einen 150 PS leistenden Dieselantrieb. Die Motoren gehen aber hoch bis zu 300 PS. Und wir stehen jetzt hier vor einer Variante, für einen Benziner, der 200 PS leisten kann. Und wenn man jetzt diese Optionen, ich habe es mal vorhin durchgeguckt, die dieses Auto jetzt verbaut hat, betrachtet, dann liegen wir hier ungefähr so bei 57.000 Euro. Aber was ist neu an diesem Range Rover Evoque? Man hat versucht, neue Technik einzubauen. Nach 7 Jahren war das einfach sinnvoll und notwendig. Und man hat bei der Gelegenheit natürlich auch das Design verändert. Und wenn wir uns die Front jetzt betrachten, dann sieht es eben aus, wie ein Range Rover heute aussieht. Man hat das Range Rover Familiengesicht auch für den Evoque verwendet. Es ist für mich so ein bisschen schade, weil die Einzigartigkeit vom Evoque geht dadurch ein bisschen zurück. Auch wenn er so ein bisschen mit mir kommt, an der Seite schon noch deutlich wird, dass das ein Evoque ist. Hier sind diese typischen Elemente, auch das nach hinten abfallende Dach, diese Coupé-Linie. Aber insgesamt hat man einfach die Formen etwas klarer gemacht, klarer gezogen. Und man hat zum Beispiel auch hier diese Griffe verändert, die jetzt während der Fahrt auf dem Niveau der Karosserie sind. Ja, das ist mal so die Front und die Seite. Gehen wir doch gleich mal ans Heck. Ja, und jetzt haben wir das Auto gedreht. Und so sehen wir natürlich deutlich besser, wie das Heck aussieht. Und da fällt natürlich auf, ich weiß nicht, ob ihr den alten Evoque noch vor Augen habt, dass sich hier an den Heckleuchten was verändert hat. Die ziehen sich jetzt bis hier vorn in die Seite hinein und sie sind vor allem deutlich schmaler geworden. Sie sind dreidimensionaler ausgefertigt in dieser LED-Technik. Übrigens auch vorn, das habe ich vorhin ja gezeigt, sind diese Frontscheinwerfer deutlich schmaler und geben dem Auto eine etwas breitere Optik. Ja, und dieses hintere Design ist natürlich für die Wiedererkennung wichtig. Und hier sieht man auch diesen diffusorartigen Abschluss, der mir sehr gut gefällt. Und wenn wir die Seite nochmal angucken, hier diese nach hinten abfallende Dachlinie ist sehr, sehr schön. Das gibt eine schöne Sportlichkeit und die endet dann hier in diesem Überstand, der eine schöne Abrisskante für die Luft darstellt. Ja, und so muss ich sagen, gefällt mir das Heck tatsächlich ein ganzes Stück besser als beim ersten Evoque. Aber jetzt haben wir viel außen gesehen, wir haben die Änderungen außen betrachtet. Gehen wir einfach in den Innenraum und schauen, was die Leute von Range Rover im Innenraum verändert haben. Ja, jetzt haben wir uns mal hinten reingesetzt und ich möchte euch hier zeigen, wie viel Platz oder wie wenig Platz hinten ist. Der neue Evoque basiert übrigens auf einer neuen Fahrzeugarchitektur, die nennt sich TPA. Wichtig ist, diese neue Architektur führt dazu, dass man etwas mehr Platz im Innenraum hat. Man hat mehr Staufächer schaffen können. Und ich möchte euch jetzt hier hinten mal zeigen, die verschiedenen Einstellmöglichkeiten, wozu die führen. Ihr seht, hier haben wir jetzt auf der Beifahrerseite den Vordersitz sehr weit nach hinten gefahren. Also weiter kann man ihn nicht mehr zurückfahren. Das führt aber auch dazu, dass man hier nur noch Kleinkinder vielleicht auf dem Kindersitz unterbringt. Aber ein Erwachsener oder auch ein Jugendlicher könnte jetzt hier bei ganz nach hinten gefahrenem Vordersitz nicht mehr sitzen. Bei mir haben wir es jetzt mal normal gelassen. Da würde ich sagen, auch vorne kann ein Fahrer da gut sitzen. Und ich bin 1,86 groß. Und wenn ihr das jetzt hier anguckt, da kann man wirklich gut sitzen. Das ist nicht beengt. Man kann die Füße ein Stück weit unter den Vordersitz fahren. Und ich würde sagen,
Das lässt sich ganz gut aushalten. Das ist natürlich kein großes Auto, kein großes SUV, aber für die Verhältnisse, in denen man hier zu Hause ist, passt das ganz gut. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns mal nach vorne und schauen, was es vorne Neues gibt. So, und jetzt kommen wir von hinten nach vorn und sitzen da, wo wir am liebsten sitzen, nämlich auf dem Fahrersitz, Tür zu, und schaut mal, wie sich das hier verändert hat. Ich weiß nicht, ob ihr den alten Evoque so gut kennt. Hier hat sich vor allem dieses wirklich nun schön gemachte Display verändert. Das kann man übrigens vom Winkel her auch in Abhängigkeit davon, wie die Sonne einstrahlt, ganz leicht verstellen. Das ist sehr gut gemacht, muss ich sagen. Weiter unten jetzt auch noch eine schöne Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten der Bedienung. Hier zum Beispiel jetzt die verschiedenen Fahrmodi von Eco zu Komfort und dann eben die verschiedenen Geländemöglichkeiten, dann die Klimafunktionen. Ja, und dann geht es ein Stück weiter nach hinten, und die, die den Evoque bisher gekannt haben, werden sich wundern. Wir haben hier nicht mehr den Drehregler, der sich versenkt zum Einlegen der Gänge, sondern wir haben einen klassischen Knauf. Man hat mir bei Reinschrauber gesagt, dass der Grund sei, die Leute fühlen sich mit diesem klassischen Knauf wohler. Sie sagen, da lässt sich schneller mitschalten, und deswegen hier ist man beim Evoque auf diese Art des Gangeinlegens zurückgekommen. Wenn wir ein Stückchen weiter nach hinten gehen, hier liegt jetzt mein Smartphone. Ich habe es ganz bewusst hier reingelegt, weil es aussieht wie eine Ladeschale. Tatsächlich ist es aber keine Ladeschale. Das ist einfach eine Abdeckung für diese Getränkehalter. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, dass jetzt hier tatsächlich kein mobiles Laden von den Smartphones möglich ist. Bei einem neu entwickelten Auto, muss ich zugeben, hätte ich erwartet, dass man hier jetzt auch kabellos laden kann. Ist ja technologisch eigentlich nicht der letzte Schrei, aber vielleicht hat man es schlicht vergessen. Die Getränkehalter ansonsten ganz praktisch hier. Getrennt öffnbare Fachzugänge hier mit zwei USB-Anschlüssen, einem 12-Volt-Anschluss hier auch noch mit drin. Das ist Standard, aber auch sehr praktisch. Ich lege das jetzt mal wieder zurück. Und was lässt sich noch sagen? Ja, dieses reduzierte Design, was wir außen schon gesehen und gezeigt haben, setzt sich hier innen fort. Die Linien sind im Vergleich zum Vorgänger klarer geworden. Es ist alles ein bisschen übersichtlicher, schlichter, und das ist, muss ich sagen, sehr gut geworden. Was auch sehr gut ist, sind die Sitze. Auch darauf hat Range Rover Wert gelegt. Da sitzt man wirklich ausgezeichnet. Die Einstellmöglichkeiten sind umfassend. Und ich muss sagen, das ist einfach, man fühlt sich wohl. Die Materialien sind schön. Und wer übrigens kein Leder möchte, das ist auch etwas, was Range Rover jetzt anbietet, sind Materialien, die dauerhaft sind, die nachhaltig sind. So ein technisches Material, wie wir es zum Beispiel hier jetzt am Armaturenbrett haben, die kann man sich aussuchen, wenn man eben kein Leder möchte. Ja, und das war das, was man jetzt eigentlich zum Innenraum sagen kann. Und was machen wir jetzt? Natürlich, wir fahren. Und fahren ist das Wichtigste. Also auf geht's auf die Straße. Beschleunigen wir mal so ein bisschen und schauen mal, was dieses Auto so auf die Straße bringt. Wir haben ja, wie gesagt, diese 200 PS Variante, den Benziner, und den gibt Range Rover mit 8 Litern Verbrauch etwa an. Das wäre ein Verbrauch, was für ein 1900 Kilo wiegendes Auto auch durchaus angemessen wäre. Man darf nicht vergessen, auch der Evoque ist ein Range Rover wie jeder andere. Das heißt, er ist geländetauglich, komplett geländetauglich, und das erfordert natürlich Technik, und Technik wiegt etwas. Aber was wir eben jetzt festgestellt haben, ihr seht es vielleicht auch im Bordcomputer, der tatsächliche Verbrauch liegt im Moment bei 12,4 Litern. Wir haben heute Morgen schon einiges an Strecke hinter uns gebracht und sind aber nicht zu dynamisch unterwegs gewesen, sodass ich tatsächlich etwas überrascht bin über einen Verbrauch von 12,4 Litern. Ich hätte 10 erwartet, gerade in Kombination mit dem Mild Hybrid, den man hier jetzt ja neu verbaut hat. Aber 12 Liter, ja, das ist mir ein Schnaps zu viel. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich habe auch nachgefragt und habe als Erklärung einfach dieses relativ hohe Gewicht bekommen. Und vielleicht auch, wenn man eben etwas dynamischer unterwegs ist, ja, dann macht sich das natürlich bemerkbar. Ja, ansonsten, das Auto liegt satt auf der Straße, dieses hohe Gewicht, von dem ich gesprochen habe. Jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Kurve. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass man dynamisch, dass man satt, gut auf der Straße liegt. Aber auch durch die Kurven geht er gut, man fühlt sich jederzeit sicher. Und auch die 200 PS, muss ich sagen, passen hervorragend zum Evoque.
Das ist nicht zu wenig, das ist nicht zu viel. Es gibt für die, die es noch sportlicher wollen, ja auch die 300 PS Benziner Variante. Und der Einstiegsbenziner mit 150 PS passt für die, die sagen, ah, ich muss jetzt nicht so einen starken Motor haben, natürlich auch ganz gut. Und der Einstiegsbenziner übrigens und der Einstiegsdiesel, eben beide 150 PS, sind auch vom Preis her natürlich günstig. Man hat einen Einstiegspreis, eben, ich habe es vorhin auch schon mal erwähnt, von 38.000 Euro, wogegen diese 200 PS Variante mit ein bisschen Ausstattung eben dann durchaus bei 55.000 bis 57.000 liegen. Auch das habe ich ja vorhin erwähnt. Ja, man sitzt sehr gut im Auto. Die Übersicht ist wunderbar. Man kann alles sehr gut einstellen. Wir haben hier elektrische Sitze. Das macht alles Spaß. Man fühlt sich wohl. Ja, das sind unsere ersten Fahreindrücke aus dem neuen Range Rover Evoque. Ja, und jetzt sitze ich, wie ihr seht, im Kofferraum. Auch das ist schön. Und warum mache ich das? Weil es auch hier was zu zeigen gibt. Wir haben durch die neue TPA-Architektur einen größeren Kofferraum bekommen. 591 Liter passen in den Standardkofferraum hier jetzt rein. Das sind 16 Liter mehr als bisher. Also wenn man sich 16 Liter vorstellt, das ist ganz schön viel. Und das ist noch gar nicht alles. Man könnte jetzt die Rückbank auch umklappen. 40-20-40. Und wenn man das komplett umlegt, hat man 1383 Liter Gepäckraumvolumen. Das ist richtig viel. Und da dieser Evoque ja überwiegend von Paaren genutzt wird, wird man in dieser Situation auch häufig fahren können. Und dann hat man wirklich einen ausreichenden Gepäckraum für Urlaubsfahrten und für den Transport auch von längeren Gegenständen. Also ich muss sagen, das ist richtig gut gelungen und gefällt mir richtig gut. So, ich habe euch jetzt alles Mögliche gezeigt, was es zu sagen gibt über den neuen Evoque. Ich habe über das Design gesprochen, ich habe über das Innenraumdesign gesprochen, wir haben über die Mild-Hybrid-Technologie gesprochen, wir sind ins Auto gefahren, wir haben den Kofferraum gesehen. Also was lässt sich am Schluss sagen über diesen neuen Range Rover Evoque? Mir gefällt er nach wie vor ausgesprochen gut. Für mich eines der schönsten SUVs im Kompaktsegment. Und das ist doch wichtig. Wir wollen uns mit schönen Dingen umgeben. Wir wollen nicht mit etwas unterwegs. Wir wollen uns nicht mit etwas zeigen, was uns nicht gefällt. Und ich muss sagen, das ist für mich das Hauptargument für dieses Auto. Natürlich kann man dieses Auto auch wie jeden anderen Range Rover ins Gelände mitnehmen. Er ist geländetauglich wie jeder Range Rover. Aber das bedeutet auch, man braucht Technik dazu und Technik wiegt etwas und dieses Gewicht sorgt eben auch für einen relativ hohen Verbrauch, insbesondere bei den Benzinantrieben. Und da hat unserer Erfahrung nach jetzt auch dieser Mild-Hybrid-Einsatz nicht sehr geholfen. Wie gesagt, unser realer Verbrauch, den wir im Bordcomputer gesehen haben, lag über 12 Litern gegenüber einem Normverbrauch, den Range Rover angibt, von 8 Litern. Das ist sehr, sehr viel mehr und ich muss sagen, das ist mir ein Schnaps zu viel. Aber ansonsten muss ich sagen, was wäre die Konsequenz? Man kann einen Diesel nehmen. Der Diesel braucht etwa 5 bis 7 Liter und ist dann natürlich deutlich verbrauchsgünstiger. Aber die Dieselthematik, die kennen wir. Wir kennen die Diskussion. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und insofern muss jeder selbst entscheiden, ob für ihn der Diesel oder eben ein Benziner in Kombination mit dem Mild Hybrid die richtige Variante ist. Ja, das ist mein Fazit zum neuen Range Rover Evoque.